Hola Madridistas, hola zu. Ich weiß noch gar nicht so richtig, was das hier werden soll. Also meine Idee, mein Wunsch ist, dass es ein cooler Vlog wird. Aber naja, wenn ihr das seht, dann wisst ihr ja schon, wie das Spiel ausgegangen ist. Und ob ich es dann hochlade, sollte Real heute. Nee, die werden nicht, oder? Wo bin ich hier? Ich bin hier vor dem La Cartuja Stadion in Sevilla. Es sieht nicht so spektakulär aus, ich weiß von außen, aber es könnte hier Spektakuläres passieren. Real Madrid spielt heute gegen Osasuna. Klingt nicht so spektakulär. Es ist das Pokalfinale für Real Madrid, das 40. Sie können heute den 20. Titel holen, aber Osasuna kann überhaupt den allerersten Titel ihrer Vereinsgeschichte holen. Also hier im Olympiastadion von Sevilla, das ist nicht hier, wo der FC Sevilla oder Betis spielen, das ist das Olympiastadion. Dort bin ich heute dabei und das für mich ein ganz besonderer Moment, Tag, Spiel, was auch immer. Denn es ist für mich das erste Spiel, wo ich live bei einem Finale von Real Madrid dabei sein werde. Also das gab es noch nicht. Normal war ich immer im Public Viewing in Bernabéu und so weiter. Also bin ein bisschen aufgeregt und fühle mich fast ein bisschen wie damals bei La Décimo im Public Viewing in Bernabéu. Aber das werde ich euch alles heute nach und nach zeigen. Hoffe ich, denke ich. Ich weiß noch nicht, wie das alles wird, was alles es für Bilder geben wird. Aber viel Spaß. Hala Madrid. Hoffentlich gab es den Sieg. Oh Gott, oh Gott. Aber erstmal ging es vom Stadion die rund 30 Minuten zu Fuß in die Innenstadt, genauer zur berühmten Alameda de Hércules. Dort war es zumindest etwas cooler als in der Fanzone beim Stadion, die nicht nur kaum Schatten, sondern auch kaum Bars hatte. Man kam auch nur mit Ticket rein und egal. Okay, ihr habt schon viel gesehen, es ist einiges los in Sevilla. Einer fehlt noch, den kennt ihr auch. Das ist der Kultfan, Tonjín el Torero. Tonjín, ¿cómo estás? Muy bien, Nils. Muy bien. Vaya día. ¿Tú cuántas finales ya has vivido? ¿Sabes el número? Aproximadamente unas 20, puede ser. ¿Una 20? Sí. Also er sagt, so um die 20 Finals hat er schon erlebt. Heute natürlich dann so ein Oya un partido muy especial con la Copa del Rey. ¿Qué resultado piensas va a ser hoy? Creo que va a ser un resultado no muy abultado, 2-1, 3-1 a favor del Real Madrid. 2-1, 3-1, denkt ihr also für Real Madrid. Das ist gut, vale. Entonces, y luego tu capote, ¿quién va a llevarlo? Espero que si hay celebración, pues me lo ponga Nacho, Ceballos, lo digamos. Sí. Bueno, okay. El capote va a estar ahí a pie de campo y ellos saben dónde está. Ya me he puesto en contacto con ellos y que sea lo que Dios quiera. Vale, a ver, muchísimas gracias por todo y hasta luego. Chao. Also, er sagt seine berühmte Kapote, hofft er, dass es Nacho trägt oder vielleicht auch Dani Ceballos. Mal schauen. Im Laufe des Tages hat man auch einige besondere Trikots gesehen. Und dann war es Zeit, zurück zum Stadion zu gehen. Es hätte auch einen Fanmarsch der Ultras gegeben, aber das war mir als deutsche Kartoffel ein bisschen zu knapp. Und so konnte man zumindest noch ein bisschen runterkommen. Zählt Gin Tonic eigentlich als Zwischenwasser? Dann war ich wieder am La Cartuja, das auf einer Art Insel neben der Altstadt liegt. Zumindest gehen so zwei Flüsse drumherum. Ja, ein bisschen Live-Musik gab es auch, was auch voll okay ist, wenn es wie hier vor dem Spiel stattfindet und ihr seht ja, wie Spanier abgeht. Hier vorne hat sich Real aufgewärmt, da hinten kam gerade Osasuna und so drumherum. Es sieht doch geil aus, wenn eine Hälfte des Stadions weiß ist, die andere rot. Número 21.
bis zum Schluss auf geht's Real. Naja, dieses XXXL-Plakat wurde schon öfter recycelt, wohingegen die Osasuna-Fans leuchtende Buchstaben hatten. Wahrscheinlich Wunderkerzen oder so. Wow. Hier ist Halbzeit im Cartuja. Ich weiß nicht, was da passiert ist nach 2 Minuten schon. Rodrigo auf einmal macht das Tor. Was ist denn Real Madrid für eine abgewichste Mannschaft? Im Finalspiel. Toni Kroos wächst über sich hinaus, also normal im Finalspiel. Dani Carvajal im kleinen Spiel, ne, im großen Spiel Carvajal. Was diese jungen Typen, Valverde, Rodrigo, Vinicius, Militao, kann man wieder schon für coole Typen sind. Wahnsinn. Geile Stimmung hier. Cooles Stadion, finde ich. Die gleiche von mir an. In Halbzeit 2. Da ist ja die Copa del Rey, also der Pokal des Königs ist, muss sich Kapitän Benzema den Pokal bei König Felipe auf der Tribüne abholen und geht dann gleich runter zur Mannschaft. Vorsicht, Spoiler, ich war glücklich. Der Tag danach, das hier ist der Ort, wo es gestern ganz schön abging, wo mir gestern auch ein Stein vom Herzen gefallen ist, denn ihr wisst es, Real Madrid hat das Pokalfinale dann doch gewonnen. Toni lag mehr oder weniger richtig mit seinem Tipp, 2-1 die Königlichen gewonnen, haben es zwischendurch ein bisschen spannend gemacht, aber muss man auch gleich Osasuna loben, sowohl die Spieler als auch die Fans, immer dran geglaubt, immer gekämpft. Ja, hier ist es jetzt schon wieder ruhiger am La Cartuja Stadion, da hinten ist es irgendwo hinter den Bäumen. Was soll man nochmal sagen, im Real Madrid im Finalmodus ist einfach eine andere Mannschaft, wie sich Kroos und Carvajal überall reinwerfen, überragendes Spiel von den beiden. Ja, aber einer ist dann nochmal überall anders, das ist dann Vinicius Junior, der mittlerweile auch irgendwie ja, in der Ballon d'Or-Diskussion teilnehmen soll. Der hat jetzt seine Torwerte aus der Vorsaison, über 40 Torbeteiligung, schon übertroffen als Rekordsaison. Er war Weltklasse gestern. Ja, aber es soll gar nicht so groß ums Spiel gehen. Real Madrid 2-1 gewonnen. Mein erstes großes Finale, es ist gut ausgegangen, da bin ich schon mal sehr glücklich drüber. Es soll ja auch nochmal um den Tag gehen, um das Stadion generell. Es war natürlich, wie ihr gesehen habt, ich hoffe, die Szenen waren gut, ein fantastischer Tag in Sevilla. Viele Freunde getroffen, natürlich viele Leute, auch neue Leute kennengelernt. Da ist es halt doch was Besonderes, wenn so ein Pokalfinale an einem anderen Ort stattfindet, wenn alle hinkommen, alle putzen sich heraus. Also ich habe noch nie so viele Madridistas in Trikots gesehen, außer vielleicht vor Champions League Finals natürlich, das schon mal besonders. Und da ist irgendwie dann auch Sevilla als Ort gar nicht so ungeeignet, finde ich, weil neutraler Ort, du bist nicht in einem Stadion erstmal, was schon beschmutzt ist von dem Fanlager, du hast nicht immer die Diskussion vorher, wo soll das Finale stattfinden. Der Verband RFEF ist ja seit der Saison 2021 hier im La Cartuja Stadion drin, auch wenn es früher schon mal Pokalfinals hier gab. Sevilla als Ort, Stadt einfach wunderschön. Ich liebe Madrid, das ist die beste Stadt, aber Sevilla ist hier dann doch immer noch ein Ticken entspannter, mediterraner, überall diese Orangenbäume und so weiter. Also da cool. Du hast hier ums Stadion drum auch, wie gesagt, wenn du nicht ein Stadion hast, wo schon Fans irgendwie vor Ort sind, dann ist das Stadion hier geeignet, das La Cartuja Stadion, weil einfach ringsum Park ist und viele Parkplätze und viele haben hier
gecampt und so weiter. Die Fanzone war hier in der Nähe. Das geht also mitten in der Stadt, ob es in Valencia ist, in Madrid, nicht so einfach. Also da ideal, um irgendwie damit hier jede Menge Fans anreisen können. Es passen ja 57.000 rein ins Catucha-Stadion. Jeweils 40% gingen an die beiden Vereine. Das ist gar nicht so selbstverständlich, wenn man vergleicht. Bei den Champions-League-Finals sind es jeweils 26-27%, die an die Clubs gehen. Auch deswegen bin ich gar kein so großer Fan von der UEFA und wäre offen für was Neues, egal ob Super League ist oder wie auch immer das heißen sollte. Anderes Thema, also dann waren es so 20.400 Madridistas, 20.400 Osasuna-Fans. Die haben Extremstimmung gemacht, auch nach dem Spiel. Logisch, es war das Spiel ihres Lebens. Hat nicht sollen sein, schade, aber Real Madrid dann eben doch in den entscheidenden Momenten abgezockter gewesen. Ja, und das Catucha-Stadion eben, finde ich, auch wenn man sagen kann, Laufbahn und das ist alles so weit weg. Aber für so ein Finalstadion irgendwie ganz cool. Du hast bequeme Sitze. Preise waren okay. Ich habe für ein Bocadillo mit Tortilla 6 Euro gezahlt, die Cola 4 Euro. Alkohol gibt es in Spanien eh nicht in Stadion und trotzdem trinken die alle die 0% Cerveza hier, wie als wäre es nichts. Das übliche Angestehe hast du überall, aber trotzdem ist es gar nicht. Es sieht von außen ein bisschen wie ein Betonbunker aus und alt, aber es ist hier innen trotzdem sauber, ordentlich und das ist alles andere als selbstverständlich in Spanien, wo du schon viel nachzuholen hast hinsichtlich Infrastruktur. Es bauen ja in den letzten Jahren auch aktuell viele Vereine ihre Stadien um und das Catucha-Stadion ist da schon sehenswert, aber es ist schwierig da reinzukommen, denn hier finden ja generell keine Fußballspiele statt. Normal sind ja Konzerte oder mal vielleicht auch mal Football und so weiter, also nur eigentlich ein Jahr richtig, ein Spiel pro Jahr ist hier Fußball angesagt, das ist das Copa del Rey-Finale. Also für Groundhopper, wie mich, wie euch vielleicht, ist es schwierig da reinzukommen. Da müsst ihr hoffen, dass euer Verein es mal schafft. Aber wer weiß, jetzt wo Real Madrid mal wieder Geschmack gefunden hat mit der Copa del Rey. Nein, es war schön, hier dabei zu sein. Für mich was ganz Besonderes natürlich. Ich verfolge Real Madrid seit Anfang der 2000er so langsam nach und nach. Bin dann 2012 das erste Mal im Bernabeu gewesen, 2016 nach Madrid gezogen. Hab seitdem über 120 Spiele gesehen. Ich blende die Bilanz hier irgendwo ein. Ja, und jetzt mein erstes großes Finale. Dann auch gleich natürlich gewonnen. Ich war ja auch optimistisch. Mein Tipp war ein 2-0. Es ist ein 2-1 geworden. Alles gut. Das nehme ich so. Ich hoffe, ich konnte euch so viel zeigen, was alles, wie die Eindrücke im Stadion waren, aber auch in der Stadt generell. Wie gesagt, Sevilla wunderschön. Wenn ihr nicht nach Madrid könnt, dann sollte die zweite Wahl auf jeden Fall Sevilla in Spanien sein. Und es gibt ja auch noch ein paar andere Stadien, ob das dann vom FC Sevilla, Betis ist und auch noch ein paar andere hier in der Nähe. Also Sevilla, wundervolle Stadt, cooles Stadion, kann man durchaus empfehlen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich muss mich dann aber auch gleich nochmal bedanken bei euch, weil ohne euch all das hier, ob bei Real Total oder die mir hier so folgen, wäre das auch alles nicht so möglich. Also da nochmal, gracias a todos, gracias por todo. Schön, da so eine coole Community zu haben, wo man dann auch mal hier so ein Vlog-Video machen kann. Ich hoffe, das ist okay. Da war die Qualität jetzt okay. Und dann, ja, un abrazo desde Sevilla y a la Madrid.